Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktkommentar heute am 17. Juni. Ich begrüße euch in den Live-Training-Räumen der European Trading Academy. Und ja, das wird oder das verspricht zumindest eine spannende Woche zu werden. Schauen wir mal als allererstes heute in den Terminkalender, was denn so anliegt. Und ihr seht hier, ich habe hier schon sozusagen ein bisschen vorgespult, nämlich auf den Mittwoch. Und hier unten am Mittwoch sehen wir, haben wir die FOMC, FOMC Statement, Federal Fund Rates und Presskonferenz, das heißt Notenbanksitzung in den USA. Und unter diesem Stern wird die ganze Woche stehen. Wir haben natürlich noch nicht Konsumerpreise, wir haben natürlich noch ein paar Wirtschaftsdaten vorher. Wir haben auch Draghi, der hier noch spricht. Aber das ist alles nicht so wichtig wie diese Fed Sitzung. Wir wollen mal uns gerade anschauen bei der FED-Sitzung. Ja, wie sieht es denn jetzt im Moment aus? Das heißt, was erwartet der Markt? Was ist sozusagen auch schon drin in ja, der oder welche Zinsentscheidungen sind sozusagen drin? Dafür benutzen wir das sogenannte FedWatch-Tool, was im Prinzip über die Fed Funds Futures angibt, wie wahrscheinlich eine Zinssenkung ist oder auch eine Zinserhöhung, in diesem Fall aber Zinssenkung. Und wir gehen jetzt erstmal auf den Juni, das heißt, das ist der nächste Termin. Und man kann ganz schön sehen hier, das ist die Current Rate, also die aktuelle Rate. Und wir sehen hier, wir haben hier nur eine Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung an dieser Sitzung, also jetzt hier im Juni bei 17,5%. Jetzt muss man sagen, in der Geschichte der Fed gab es zwar mal Überraschungen, aber noch nie war eine Zinssenkung oder Erhöhung fand statt, wenn nicht die Wahrscheinlichkeiten, also wenn die Börse das nicht zu 60% eingepreist hat. Das liegt auch daran, dass die Fed versucht, berechenbar zu sein. Es ist wichtig für die Fed, dass sie eine transparente Politik macht, das heißt, dass sie nicht ständig mit irgendwelchen Überraschungen kommt. Sie möchte berechenbar sein. Um eben den Markt zu steuern. Das geht eben nur, wenn der Markt sich auf die Fed auch einstellen kann und nicht ständig mit irgendwelchen Meinungswechseln, Sprüngen rechnen muss. Deswegen versucht die Fed normalerweise auf ihren Sitzungen, wenn sie Zinsveränderungen durchführt, diese im Vorfeld zu kommunizieren über bestimmte Wordings, über bestimmte Aussagen, sodass der Markt sich darauf einstellen kann und das auch normalerweise tut. Also das funktioniert oder hat in den letzten 10 Jahren ganz gut funktioniert. Und ihr seht schon, hier eine Zinssenkung jetzt unmittelbar im Juni ist hier also nicht zu erwarten. Jetzt ist allerdings so, wenn wir in den Juli hineingehen, sieht das Bild schon ganz, ganz anders aus. Also der Markt denkt so, okay, auf dieser Sitzung wird die Fed es ankündigen und auf der nächsten Sitzung im Sommer wird sie es vollziehen. Denn das hier sind die aktuellen Zinsen. Und wir sehen schon, für einen Zinsschritt liegen hier die Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt wichtig, nicht bei 69,9%, sondern wir müssen die Wahrscheinlichkeiten für zwei Zinsschritte noch sogar mit drauf addieren, weil wenn wir zwei Schritte machen, wäre der eine Zinsschritt hier auf jeden Fall auch mit drin. Und das heißt, wir sehen hier schon, wir sind hier bei über 80% Wahrscheinlichkeit, 84%. Das ist sozusagen nahezu ausgemachte Sache vom Markt. Die Fed wird diese Woche kommunizieren. Wir werden im Juli die Zinsen das erste Mal senken. So, das sind die Erwartungen. Wie geht es dann über das Jahr weiter? Und hier gehe ich mal bis zum Ende des Jahres hin. Und wir sehen jetzt, wenn wir uns die Current Rate angucken, hier, also kaum einer geht davon aus, dass wir am Ende des Jahres noch die aktuellen Zinsen haben. Und dann sehen wir, naja, also hier die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt, das ist klar, das wäre ja, das ist hier 98,7%, weil wir alles zusammenzählen müssen. Also wir würden von hier bis hier, das wäre ein Zinsschritt. Das wäre hier ungefähr also 98,7%. Das ist also ausgemachte Sache. Zwei Zinsschritte sehen wir hier, sind im Prinzip auch deutlich über 80, 90% ist im Prinzip auch ausgemacht, also deutlich über 80% ist im Prinzip auch ausgemachte Sache. Und drei Zinsschritte, das heißt, wir hätten hier diese 36,9. 15,4 und die 1,9. Ja, und da sehen wir, da sind wir hier ein bisschen über 50%. Das heißt, der dritte Zinsschritt in diesem Jahr, das ist noch so ein bisschen, naja,
eine Frage, kommt er wirklich oder nicht, das ist ein bisschen offen. Den Rest hat der Markt drin. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ganz ehrlich, geht er von 2 bis 3 Zinsschritten, eher 3 Zinsschritten aus. Und das ist insoweit interessant, weil wenn wir uns das mal anschauen, sind das hier die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer. Und wir sehen im Prinzip, die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer sind seit 2018 extrem rückläufig. Und das haben wir hier in der Eurozone noch stärker als in der US-Zone, aber sie sind in beiden rückläufig. Und das bedeutet, die Notenbanken möchten gerne die Inflation so um die 2% haben. Das wäre, sagen sie, ist eigentlich ein gutes Level, was sie entsprechend ja, steuern können. Wir sehen hier in einer Eurozone sind wir hier schon deutlich von entfernt in den USA. Da müssen wir hier auf der linken Seite gucken. Da liegen wir jetzt gerade noch so in dem Bereich. Aber das Ganze deutet schon wieder so deflationäre Tendenzen an. Denn die große Gefahr ist nicht, dass wir ein kleines wenig Inflation haben. Damit können Notenbanken, Marktteilnehmer, eigentlich jeder gut umgehen. Auch wenn es natürlich ärgerlich ist, denn selbst mit einer kleinen Inflation haben wir über 50 Jahre natürlich einen Vermögensaufzehr. Aber noch schlimmer ist eine Deflation, also fallende Preise. Das bedeutet hier in diesem Fall nämlich dann Schwierigkeiten für die Zentralbanken wieder sozusagen ja, die Wirtschaft anzukurbeln. Deflationäres Szenario, Marktteilnehmer erwarten auf breiter Front sinkende Preise und das geht eigentlich immer Hand in Hand ja, mit sehr starken konjunkturellen Dellen. Und wir sehen also hier, der Optimismus, der ist im Prinzip gewichen. Jetzt haben wir folgende Situation. Also wir haben vom Markt ja, sehr komische Erwartungen, was die Konjunktur angeht. Nämlich, also wir haben das gerade mit den Deflationserwartungen mal gezeigt. Ich habe es aber auch schon mit den Bonds gezeigt, also mit dieser riesen Bond-Rallye. Das spricht alles eher so für eine Rezession. Aber natürlich feiert auf der anderen Seite, und da kommen wir jetzt eben zum S&P, feiert der Markt natürlich das sogenannte Smart Money, feiert natürlich die niedrigen Zinsen ab, weil das den Aktienmarkt generell attraktiver macht. So, und das haben wir eben hier auch in dieser Rallye hier gesehen. Das war eigentlich der Weg, den wir, wenn wir das Jahr 2019 passieren lassen, und wir sind jetzt ungefähr in der Mitte, den wir beschritten haben, nämlich dass der Markt sich immer mehr begonnen hat, auf Zinssenkung einzustellen. Jetzt sind wir endlich auf der Sitzung, wo sozusagen Paul die Katze aus dem Sack lässt. Das heißt, das wird die Sitzung sein, wo diese Erwartungen, die hier über ein halbes Jahr aufgebaut wurden, entweder bestätigt werden, nicht bestätigt werden oder sogar übertroffen werden. Das sind im Prinzip die drei Möglichkeiten. Und ich möchte euch jetzt aus meiner Erfahrung sagen, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passiert, wenn entsprechend eines dieser drei Szenarien eintritt. Gehen wir erstmal von dem Szenario aus, dass der Markt mit den Zinssenkungen zu pessimistisch war. Das heißt, dass noch mehr, noch stärkere Zinssenkungen zu erwarten wären, als wir jetzt bereits eingepreist sind. Also mehr als diese drei dieses Jahr. Ja? In dem Fall wird es natürlich ein weiteres Kursfeuerwerk geben. Wahrscheinlichkeiten sehe ich allerdings sehr, sehr gering, weil dafür ist einfach nicht die Notwendigkeit da. Wir haben zwar rückläufige Wirtschaftsdaten, das haben wir bei den Non-Farm Payrolls gesehen, wir haben es beim Verbrauchervertrauen gesehen, aber dieses ja, Verbrauchervertrauen liegt so, ist von 100 zurück auf 97,3. Die Payrolls sind von 175.000 auf 75.000. Das heißt, wir haben hier klaren Rückgang, aber wir haben nicht so einen Worst Case, dass hier wirklich jetzt man mit Vollgas auf die Zinssenkungstube drücken muss. Also von daher halte ich das für ein absolut unwahrscheinliches Szenario, dass wir also noch eine positivere Überraschung sehen. Aber wie gesagt, absolut unwahrscheinlich heißt nicht, dass es nicht möglich ist. So, zweites Szenario ist das wahrscheinlichste Szenario. Das heißt, die Erwartungen des Marktes werden bestätigt. Und in diesem Fall haben wir ein typisches News-Phänomen, nämlich das Sell the Good News. Das bedeutet, wenn entsprechend der Markt die Nachricht, auf die er ein halbes Jahr hingearbeitet hat, wenn die dann kommt,
macht er nicht etwa das, was viele erwarten, dass er weiter nach oben läuft, weil es ja jetzt sicher ist, sondern dann beginnen eigentlich die Gewinnmitnahmen, Sell on Good News, und dann wird das Ganze sozusagen abverkauft am Aktienmarkt. Und das sollte man dazu wissen, wir haben ja auf der anderen Seite nicht nur Good News, sondern es bedeutet ja auch, dass die Economy nicht so gut läuft. Und dann hat man hier in der Rallye erstmal die Zinssenkung eingepreist und wird sich dann wahrscheinlich darauf konzentrieren, naja, Zinssenkung haben wir eingepreist, Economy läuft nicht gut. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich in die andere Richtung gehen. So ein Abverkauf, der leitet jetzt nicht unbedingt einen riesen Abwärtstrend ein, ist aber eine Reaktion auf News. Und wäre jetzt nicht ganz unerwartet, dass wir den dann nach der FED-Sitzung sehen werden. Also wenn die News so kommen, wie erwartet. Die dritte Möglichkeit, das wäre eine ziemlich brutale Möglichkeit, nämlich dass der Powell die Märkte enttäuscht und diese 2 bis 3 Zinssenkungen bis zum Ende des Jahres dem Markt klar macht, dass er zu viel erwartet hat. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich zwar auch nicht als sehr groß an, aber zumindest größer als die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt als zu wenig erwartet hat. Ich würde das Ganze so zwischen 10 und 15% die Szenario gefühlsmäßig, das ist absolut subjektiv die Zahl, aber einordnen, nur damit ihr eine Vorstellung habt, wie ich entsprechend denke. So, und in dem Fall würde der Markt in eine sehr scharfe Korrektur hineingehen, weil er natürlich seine Erwartungen anpassen muss. Das heißt, wir haben hier ein Szenario, wo er wirklich stark weiter steigt. Das wäre das Überraschungspositiv-Szenario, was ich für unwahrscheinlich halte. Zwei Szenarien, mit einer Reaktion zu rechnen ist, wo der Markt ein Abverkauf ist. Jetzt müssen wir allerdings sagen, die Zinsentscheidung ist am Mittwoch. Und wir machen den Makrometer heute am Montag. Und warum rede ich jetzt schon von? Weil wir für die Zinsentscheidung immer bestimmte Phänomene am Aktienmarkt erlebt haben. Eins der typischen Phänomene ist, dass wir bis zur Entscheidung die letzten 24 Stunden vorher normalerweise mit dem Markt steigen. Das heißt, die letzten 24 Stunden sind statistisch gesehen positiv für den S&P mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, weil eben der Markt immer nur Positives von der Fed auch erwartet. Von daher haben wir vielleicht jetzt hier Montag, Dienstag noch ein bisschen Unterstützung von dieser Momentumbewegung, die wir hier gesehen haben. Ich sage aber direkt auch nur vielleicht, weil wir uns ja hier seit letzter Woche, und das haben wir letzte Woche in einem Marktkommentar ganz gut erkannt, in so einer Seitwärtsschiebebewegung finden. Und ich halte es auch hier subjektiv für am wahrscheinlichsten, dass sich diese Schiebebewegung fortsetzt. Das heißt, dass wir bis zur Notenbank-Sitzung uns hier oben in diesem Bereich schieben und dann die Entscheidung eben kommt. Ja, sequenzmäßig haben wir hier auf den kleinen Ebenen natürlich einen Aufwärtstrend. Das ist mal hier ohne Nachtsitzung, da sehen wir das. Auf den kleinen Ebenen ja, aber auf der Stundenebene bleibt das eben aus. Da haben wir hier nur ein wichtiges Hoch. Und ja, da sind wir eher, dass wir auf der Stundenebene uns seitwärts positioniert haben. Und das halten wir auch erstmal noch bei. So, soweit erstmal zum S&P. Also Taktik ist klar, wir rechnen davon Montag, Dienstag seitwärts, wahrscheinlich vielleicht irgendwie die letzten 24 Stunden nochmal in der kleinen Hoffnung nach oben. Danach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei Bestätigung der News, Abverkauf, Rückgang des Marktes. Das ist so der Masterplan, den wir die Woche spielen wollen. Wie sieht es aus im DAX? Der DAX ist natürlich nicht direkt betroffen, der ist nur indirekt betroffen, weil wir hier natürlich einen eigenen Markt haben und dennoch korreliert er sehr stark mit dem S&P. Dennoch haben wir natürlich im DAX hier eine Aufwärtsbewegung, die auch nicht ganz sauber ist. Ich bin in den letzten Wochen da mehrere Mal darauf eingegangen, dass es hier keine ideale Sequenz ist. Aber der Markt hat sich hier erstmal auf diesem Level hier auch stabilisiert. Wir hatten ihn letzte Woche auf seitwärts. Und ich hatte letzte Woche auch schon gesagt, unteres Ende der Range würden wir eher kaufen, oberes Ende der Range eher verkaufen. Jetzt sind wir so, dass wir hier das untere Ende der Range Freitag getestet haben, heute Morgen hier sind. Ich sehe ihn also mit einer hohen Chance, dass wir hier nochmal die Bewegung hier nach oben ins obere Ende, und das würde ich hier so ansiedeln, abschließen können. Das heißt, hier haben wir noch eine Chance eigentlich, dass der Markt ja, die Range wieder nach oben abläuft. Ja, für den typischen Markt. Und wollen uns jetzt mal gerade die Auswirkungen anschauen, wenn er das nicht tut. Wir haben jetzt hier den Stundenchart im DAX.
wir haben hier ein Tief, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein Tief. Das ist also alles hier ABC-Korrektur, klassisch. Nur, wir sehen jetzt schon, sollte er jetzt hier nicht die Range nach oben wieder ablaufen, dann beginnt tatsächlich hier ein Sequenzstart und das heißt, wir haben hier ein Point of Decision. 12.050 ist ein Point of Decision. Ich mache es sehr gerne so, dass ich diese Points of Decision habe. Der Markt, wenn er vorher hier in einem Aufwärtstrend ist, auch wenn es hier stundenmäßig nicht ganz unseren Definitionen entspricht, ja, aber man zumindest hier so ein bisschen Trendcharakter einzeichnen kann, dass ich dann hier von der ABC ausgehe. Das heißt, das wahrscheinliche Szenario Fortsetzung der Bewegung hat einen guten Stopppunkt hier, wird allerdings, wenn wir diesen Stopppunkt hier erreichen, dann auch relativ schnell umstellen auf die Abwärtssequenz. Ist aber im Moment nicht der Fall. Also im Moment würden wir hier als wahrscheinliches Szenario hier nochmal Fortsetzung der Bewegung sehen. Okay, das ist jetzt erstmal, wie wir den DAX hier sehen. Dann kommen wir zum Bund. Wir haben klar hier diesen riesen Aufwärtstrend. Wir haben jetzt das September-Kontrakt. Wir sind im neuen September-Kontrakt. Ich habe euch auf das Kontraktwechselgap, was wir jetzt hier nicht sehen, hingewiesen. Der Markt ist immer noch aufwärts gerichtet. Die nächste Kaufgelegenheit tut sich erst beim Rückgang hier auf die 171 auf. Solange würde ich jetzt hier, ich würde ihn eben nicht aggressiv kaufen. Aggressiv wären hier diese Level, das hier und das hier, würde ich derzeit nicht machen. Jetzt auch hier vor den wichtigen Entscheidungen. Vieles von dieser Entscheidung ist eingepreist, auch in den USA und auch von Draghi. Wartet einfach hier ab. Ich habe ihn sequenzmäßig technisch, ist er long, ganz klar. Nur aufgrund der News und fundamentalen Situation glaube ich, dass wir eine Chance haben, dass wir hier nicht unmittelbar mit dem Markt nach oben durchdrehen, sondern hier ein bisschen konsolidieren und dann noch gute Einstiegsgelegenheiten auf der Long-Seite finden. Letzter Markt ist der Euro. Das Wechselgap hier ist ein sogenannter Kontraktwechsel. Der ist jetzt hier nicht dramatisch. Ihr seht also, es gibt immer zwischen dem September-Kontrakt und damals im Juni-Kontrakt ein sogenanntes Aufgeld. Das stellt sich im Chart des Kassamarktes etwas anders dar. Also wir sind jetzt nicht wirklich übers Wochenende gestiegen, sondern wir sind eigentlich hier unten noch. Wir haben im Bund immer noch die Situation, wie gehen wir um mit dem doppelten ATR-Tag, den wir hier entsprechend gemacht haben. Und ich hatte damals gesagt, ja, wenn wir hier Rückgänge sehen, dann halten wir das eigentlich interessant für den Kauf. Jetzt haben wir den Rückgang gesehen. Ich habe Freitag nicht gekauft, weil wir Freitag den ganzen Tag mit dem Markt konsequent gefallen sind. Es gab gar keine signifikante Gegenbewegung, auch keine steigenden Hochs, steigenden Tiefs. Also er war im Prinzip auf 5-Minuten-Chart sowas von deutlich abwärts gerichtet. Ich zeige euch das mal hier auf dem 5-Minuten-Chart, dass man dann unter Berücksichtigung des Wochentages auch die Entscheidung zurückgestellt hat. Heute kann das anders sein. Also heute ist es durchaus eventuell interessant. Wir wissen ja auch, Draghi redet heute, Draghi redet morgen, könnte eventuell vielleicht auch was Bewegendes sagen. Ich würde jetzt nicht darauf spekulieren, was Draghi sagt, sondern einfach nur sagen, dass ein Impuls kommen kann, weil ich kann ja nicht vorhersehen, was Draghi sagt. Aber wir haben eben den Markt in der wichtigen Unterstützungszone. Wir haben ein gutes Stop-Loss-Risk-Profil und ich suche eigentlich heute nach Einstiegsmöglichkeiten, wird wahrscheinlich die Breakout-Open-Range im Moment als Entry-Trigger für Long nehmen. Also Euro-Entry-Trigger, Breakout-Open-Range, Long. Bund sind wir neutral, lassen ihn ein bisschen konsolidieren und DAX leicht positiv. Und S&P neutral mit dem typischen Zins-Fed-Pattern. Ja, so heute der Marktkommentar. Wünsche euch gute Trades, eine tolle Woche. Bis dann, bye bye, euer Birger.